Kennt ihr das, wenn... Was wollte er denn? Na egal, lassen wir uns nicht von den wichtigen Dingen ablenken. So, ihr Früchtchen. Kennt ihr das, wenn ihr sehr auf etwas Lust habt, aber nur die leichte Variante davon? Also nichts Grandioses oder Episches, einfach nur etwas zur Entspannung? Ich wollte seit längerem mal wieder modellieren, aber konnte mich nicht ganz aufraffen, weil es immer so ein langer und aufwendiger Prozess ist. Dann habe ich aber mal wieder Animal Crossing gespielt und ein Fossil ausgegraben. Es ist immer eine Überraschung, was für Dinosaurierknochen drin stecken, und sie sehen so süß aus. Sie machen mich einfach glücklich. Und sie haben so eine einfache handliche Form, die leicht wiedererkennbar ist, und dadurch, dass sie aus der Erde kommen, müssen sie gar nicht perfekt aussehen. Ich werde ein Fossil modellieren. Also zuerst brauchen wir eine Vorlage und dafür natürlich Stift und Papier. Ich war mir bei den Farben nicht ganz so sicher, ob es wirklich blau oder violett ist, deshalb habe ich mich spontan für dieses eine Violett entschieden. Falls du meinst, dass die Fossilien eine andere Farbe haben, schreib mir bitte einen wütenden Kommentar. Und like das Video, wenn du schon dabei bist. Das habe ich dann ausgeschnitten, weil ich dachte, das sähe so cool aus. Tat es dann aber nicht. Um daraus ein Modell zu machen, brauchen wir Skalpi, Werkzeuge und... Oh Moment, haben wir noch Alufolie? Ah, hier! Das hier kein Weg. Aus der Folie knüllen wir uns erstmal einen Ball, der in etwa die Form des Fossils hat. Nur ein bisschen kleiner. Darüber kommt dann das Skalpi. Meins ist schon ziemlich alt, also meine Finger taten sehr weh, nachdem ich das ewig weichkneten musste. Wir wollen zuerst die gesamte Alufolie bedecken und daraus dann den Stein formen, um uns später um die Details zu kümmern. Dafür wollen wir den kleinen Klotz aber erstmal aushärten, also wird er gebacken. Den habe ich im Nachhinein auch noch mal ein bisschen mit Sandpapier abgeschliffen. Viele Unsauberkeiten bemerkt man beim Modellieren nämlich nicht wirklich. Bitte nicht diesen Staub einatmen. Hier dann der schwierigste Part der ganzen Figur. Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt auch nur einen Menschen gibt, der Sterne auf Anhieb gleichmäßig hinbekommt. Bei diesem Muschelteil kam ich auch ein bisschen ins Schwitzen. Aber nicht so sehr wie unser kleines Fossil, sobald auch die Gravuren im Ofen ausgehärtet wurden. Ach schön, wie sich das in der Hand anfühlt. Am liebsten wäre es mir ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Figuren richtig in Massen zu produzieren. Aber wenn das selbst im Spiel nicht machbar ist, können wir da in echt wohl kaum was. Obwohl. Naja, wir haben ja nichts anderes zu tun, also lasst uns eine Form davon machen. Dafür brauchen wir Pappe, Kleber, Silikon, eine Waage und etwas zu mischen. Was bei mir ein Plastikbecher vom Halloween 2015 und ein Essstäbchen ist. Wir basteln uns einen kleinen Kasten, wo das Fossil mit etwas Abstand zu den Rändern reinpasst. Den kleben wir außen fest für die Struktur und innen versiegeln wir alle Lücken mit Flüssigkleber. Dieser Schritt ist nötig, denn Silikon läuft auch in die kleinste Mikrolücke hinein. Ihr glaubt es nicht. Das müssen wir jetzt noch trocknen lassen. Also warten wir. Wenn alles fest ist, rühren wir unser grünes Glibbersilikon an. Schön langsam, damit nicht zu viele Luftblasen entstehen. Das hier ist übrigens ein Silikon, das etwas fester wird als mein bisheriges. Das passt bei so einer Figur ganz gut, aber wenn ihr etwas komplizierteres habt, nehmt lieber weiches Silikon. Das Zeug aus dem Becher holen ist deswegen übrigens auch nicht so befriedigend wie sonst. Dafür macht es aber Spaß, die Form zu lösen. Bin ich die Einzige, die sowas mag? Jetzt der spannendste Moment bei jeder Figur. Wie gut werde ich das Original aus der Form bekommen? Oh mein Gott, das war ja ein Klacks. Warte mal, ich hab hier irgendwo. Oh ja, hier. Seht euch diese Figur an. Das war mal eine Prinzessin Zelda. Seht, was aus ihr geworden ist, als ich versucht habe, sie aus ihrer Form zu kriegen. Nun ist die Frage aber immer noch, wie gut die Form geworden ist. Also ran ans Füllen. Dafür brauchen wir Messbecher, Stevalin und unser professionelles Mischequipment. Und das Wasser, das wir nach Packungsanleitung abmessen. Hier habe ich übrigens geschlampt und viel zu viel Stevalin abgemischt, und weil dieses Zeug so unglaublich schnell trocken wird, konnte ich nicht warten, bis ich das Überschüssige wieder in die Form füllen kann und habe deswegen schnell meine Makoros-Form aus meinem letzten Modelliervideo rausgekramt. Wenn alles gut verlief, haben wir nun eine saubere Replika unseres Originals. Ich finde, hierbei sieht man nochmal besonders, wie bumpy ich modelliert habe, aber so mag ich es eigentlich lieber als ein perfekt glattes Modell. Und das getrocknete Stevalin aus dem Becher zu drücken, enttäuscht nie. Nun kommt die Farbe ins Spiel.
Dafür benutze ich Acrylfarbe, Pinsel, eine Palette und, weil auch ein bisschen Pastellkreide dran soll, etwas Haarlack, um das zu fixieren. Zum Glück gab es in dem Set schon ein perfektes Violett, also musste ich nichts anmischen. Der Malprozess ist allgemein so angenehm. Nur eine Farbe und keine Details. Obwohl es schon ein bisschen frickelig ist, zwischen diesen Sternchen zu malen. Mist. Dann male ich mit einem nassen Pinsel über die Kreide, um die Fossilien auch so aussehen zu lassen, als würden sie aus der Erde kommen. Lack drüber sprühen und fertig sind unsere Fossile. Und davon machen wir uns jetzt noch 100 Stück. Ach, jetzt schön mein Stück Kuchen essen, auf das ich mich schon den ganzen Tag freue. Hey, du bastelst ja doch was! Kann ich vielleicht ein Rezept dafür? Moment, wer ist der Kerl denn? Lina, schiebst du etwa wieder was auf? Das ist doch nur die Auswahl der Gewinner des Animal Crossing Wettbewerbs. Nichts Großes oder so. Was? Die Leute warten doch schon die ganze Zeit darauf. Ich denke, du magst es, Wettbewerbe zu veranstalten. Ja. Es ist ja auch super schön, aber man wird auch harsch kritisiert. Ich kenne das Gefühl, nicht immer mit der Gewinnerauswahl eines Wettbewerbs zufrieden zu sein. Aber seid euch bitte immer bewusst, dass ich nur eine Person mit eigenem Geschmack bin und ihr sehr viele mit unglaublich tollen Bildern seid. Natürlich gehen da so viele Leute leer aus, obwohl sie definitiv auch einen Preis verdient hätten. Nein, ich will nicht jammern. Ich liebe es, eure Kreationen zu sehen und ich hoffe, für euch steht auch immer der Spaß am Zeichnen im Vordergrund. Ich wollte aber trotzdem ein bisschen cheaten. Bei Animal Crossing kann man doch schließlich auch 10 und nicht nur 6 Nachbarn auf seiner Insel haben. Und genau dafür sind diese 4 Fossilien da. Damit haben wir jetzt 10 Preise. Und diese 10 Charakter möchte ich auf meine Insel einladen. Bei so vielen Gewinnern war es mir wichtig, dass verschiedene Malarten, Bilder mit großartigen Hintergründen oder interessanten Charakterdesigns sowie natürlich verschiedene Altersklassen vertreten waren. Und übrigens, mit Leuten, die meinen, mit gestohlenen Bildern an meinen Wettbewerben teilzunehmen, habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Danke übrigens an meine Patreons, die hier gerade durch den Screen scrollen. In letzter Zeit kamen so viele neue dazu, dass ich einen neuen Meilenstein erstellt habe. Wenn der erreicht wird, muss ich auch wieder viel an euch verschicken. Ein paar Briefmarken habe ich ja noch. Aber so oder so, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.